Und wir erinnern uns natürlich an die großen, ruhmreichen Leistungen von Frau Baerbock. Sie hat es ja geschafft, der Russischen Föderation einfach mal so im Nebensatz den Krieg zu erklären. Und wenn sie Russland nicht gerade den Krieg erklärt, dann erklärt Frau Baerbock der Geografie den Krieg, weil nur sie kennt Länder, die 100.000 Kilometer entfernt liegen. Und wenn sie nicht der Geografie den Krieg erklärt, dann manchmal auch der deutschen Sprache. Wir erinnern uns an die Fressefreiheit und an die Kobolde, ja. Und wenn sie nicht der deutschen Sprache den Krieg erklärt, dann erklärt Frau Baerbock der Logik den Krieg. Sie erinnern sich sicherlich auch an die 360-Grad-Wende, die vollzogen werden sollte, meine Damen und Herren.